Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie, unsere Themen heute Abend. Zum Sport. FC-Arbeiter gewinnt die Bundesliga. Politik. Klimagipfel in Brüssel. Und das Wetter morgen. Es wird stürmisch und kalt. Willkommen bei den Nachrichten. Unser erstes Thema, die Politik. Wischmarin wurde in Brüssel eine neue Klimareform aufgerufen. Und zu diesem Anlass schalten wir auch live zu unserem Außenreporter Werner M. Ja, willkommen meine Damen und Herren. Wie Sie sehen, haben wir in Brüssel einen Regenschmied. Ich bin extrem nass, aber für den ARF tue ich alles. Ja, wie wir schon gehört haben, hat Herr Präsident Sarkozy hier eine neue Reform ausgerufen. Ja, und wie ich gerade höre, ist die jetzt auch in Kraft getreten. Also alle Autos werden in Zukunft mit Strom fahren und diese gasfressenden Autos, die wird es trotzdem weiterhin geben, wo es eins das einzige Land, die sie weiter vertreiben darf. Und damit sind wir verloren. Zurück nach Beethoven. Ja, wir danken dir für den Bericht. Wir haben einen sehr interessanten und wie wir hören, die USA wird immer stärker. Wir haben ja schon alle Kinder der Bocken gegeben. Ja, jetzt noch zu einem erfreulicheren Thema. Zum Sport. FC-Arbeiter gewinnt die Bundesliga. Ja, und zu diesem sensationellen Ereignis schalten wir auch direkt live zur Aftershow-Party. Und da haben wir auch unseren Moderator. Bitte sehr. Ja, was für die Party? Wir haben die Aftershow-Party. Wir sehen sensationelle Nachrichten, meine Damen und Herren, weil Hoffen endlich die Bundesliga gewonnen ist. Hoffentlich wird es so weitergehen, weil Hoffen ein super Team, aber die Gegner sind stark. Ja, zum Wetter, Herr Markus Rapsack. Ja, ich sehe nicht, dass ein saugeberlich Frau, wie er gar nicht aussieht, wisst ihr? Ich meine, der Markus Rapsack da mal nicht im Freien, ich weiß, aber schaut er sich das auch wieder an. Das tun wir nicht an. Aber morgen schaut schon wieder etwas, ich muss eigentlich was sagen, schlechter, weil da ist er richtig sau wieder. Also bleibt streng, wie viel ich dazu sagen. Habe ich die Ehre. Bis dann.